Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um Pokémon Trading Cards. Diesmal packen wir eine Tinbox aus mit Necrozma GX drinne und natürlich auch ein paar Booster Packs und das Ganze nicht nur einmal, sondern zack, zweimal. Ja, ich freue mich sehr. Da haben wir schon mal diese Karte auf jeden Fall doppelt. Ich bin sehr gespannt, was wir da drin noch so ziehen werden. Ich hoffe natürlich nur sehr, sehr Gutes. So hier sieht die Box generell aus. Inhaltlich hat man entweder Ho-Oh GX, Necrozma GX oder Marshadow oder Shadow GX. Wir haben jetzt zweimal Necrozma hier. Ho-Oh war leider ausverkauft. Vier Booster Packs sind dann noch enthalten und eben eine Codekarte. Wunderbar, und genau das werden wir jetzt öffnen und hoffentlich ganz, ganz epische Sachen dabei ziehen. Machen wir hier einmal die Folie ab. So. Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass die Box an sich schon mal sehr cool aussieht, aber natürlich geht es um den Inhalt. So. Einmal an die Seite. Da haben wir hier einmal die GX-Karte, die sehr, sehr cool aussieht, wie ich finde. Ich hoffe, es wird jetzt auch scharf. Nein, wird es nicht. Doch, jetzt wird es scharf. Necrozma GX mit Lichtuntergang, Prisma Explosion und schwarzer Stahl. Sehr, sehr cool. Und auch eine Psychokarte. Und ich mag ja Psychokarten. Also ist das wieder was für mich. Dann habe ich hier einmal alles rausgeholt, was ich hier finde. So. Da habe ich ja einmal wieder einen Code für das Online-Pokémon Trading Card Game zum Einlösen für euch. Viel Spaß damit. Die Necrozma-Karte lege ich schon mal hier hinten so ran. So, so. Und dann haben wir hier ein paar Booster-Packs. Und zwar Sonne und Mond, Nacht in Flammen. Sonne und Mond, Nacht in Flammen. Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Und Sonne und Mond. Ich bin sehr gespannt, was wir drin haben, und wir fangen doch direkt mit diesem Pack hier an. Sonne und Mond, auf geht's, Leute. Packen wir es aus, gehen wir es an und hoffen wir auf das Beste. Wenn ich das denn aufbekomme, ja, so. Und da ich gerade keine Ahnung habe, wo hier die seltene ist, ob sie vorne oder hinten ist, lassen wir es einfach so, wie es ist. Und zwar falsch rum. Natürlich nicht, wir drehen das Ganze um. So, da haben wir als erste Karte für heute Togedemaru. Eine Karte, die ich gar nicht kenne. Das Pokémon kenne ich auch nicht, deswegen werde ich es wahrscheinlich falsch aussprechen. Togedemaru, sage ich jetzt einfach mal. Ein Mushas. Ein Makuhita. Ein Ibitak. Ein Mabula. Ein Alola Slimer in Reverse Holo, wenn ich das richtig deute. Ich hoffe, das stimmt sogar. Ja. Und ein Enteron. Das ist die seltene Karte. Leider keine Holo. Schade, schade. Also haben wir ein Alola Slimer. Sonderbonbon. Pinsir. Und wieder ein Code für euch. So, das war Pack Nummer 1. Dann machen wir weiter mit Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Ich werde jetzt mal die Reverse-Holo nicht hinten mit ranlegen, sondern hoffentlich die nächste absolut tolle Rare-Karte, die wir finden. So, es geht weiter mit Unratütox. Das ist doch der beste Name ever, und das kenne ich sogar, das finde ich nämlich ziemlich witzig. Ein Botogel, ein Miniras, ein Schwalbini, ein Carnivana, ein Deponitox. Das Ganze wieder ein Reverse Holo, und das ist sogar eine seltene. Also das ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool. Und allein, dass es die Attacke Mülllawine hat, das ist doch einfach der Hammer. Und oh, ein Trombork. Das Ganze auch wieder leider nicht in Shiny oder Holo oder sonstiges, sondern ganz normal eine Rare. Schade, schade. Kann ja nicht immer klappen. Eine Energiekarte, Schutzzone des Aether Paradieses. Ein Alola Georock ist auch noch dabei. Auch nicht selten, aber sieht cool aus. Ein Hala und wieder ein Code. So, liebe Freunde, das war Pack Nummer 2. Dann haben wir hier Sonne und Mond, Nacht in Flammen. Damit geht es jetzt weiter, und wir hoffen auf eine absolut geile Rare und nicht das, was wir gerade so ziehen. So.
Diesmal fängt das Ganze an mit einem süßen Raupi zwischen Blättern. Wie niedlich. Ein Merl, ein Rihorn, ein Sankabu, ein Huthut, Kravell in Reverse Holo. Das Ganze ist auch wieder eine seltene. Und ein Elevoltec. Das Ganze auch wieder nur in normal Rare. Schade, aber sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Eine Energie, ein Rollum, ein quälendes Spray, ein Vegeta. Das sieht doch auch mal sehr cool aus. Und wieder ein Code. So, letztes Pack von der ersten Tinbox. Nochmal mit Nacht in Flammen. Das Ganze wieder geöffnet. Ja. Das Ganze fängt wieder an mit einem Raupi. Na, dann kann das ja nur episch werden. So, einmal scharf stellen. Raupi, Porygon, Karadonis, Myrapla, ein Glumanda, das ist doch ein gutes Zeichen, komm schon. Warum auch immer die Karte falsch rum ist, fail. Aber eine Reverse Holo von Sidra King, das sieht auch ziemlich, ziemlich geil aus vom Bild her, finde ich. Und ein Wolverock, ein Wolf, auch wieder nicht in Holo, schade. Da war das Pack diesmal nicht sehr besonders, würde ich sagen, aber immerhin. Eine Feuerenergiekarte, oh, ein Grillcheater. Auch nicht schlecht, ein Saftkorn haben wir noch nicht. Ein Zwirklob und ein Online-Code. So, das war das erste Pack der Booster-Serie, Tinbox, wie auch immer man das nennen möchte, was wir eben gerade ausgepackt haben. Deswegen werde ich das Ganze einmal hier kurz verpacken und das hier einmal austauschen. Denn jetzt öffnen wir natürlich noch dieses gute Stück hier und hoffen, dass wir hier ein kleines bisschen mehr Glück haben. So, das Ganze habt ihr ja schon gesehen, die Box an sich. Einmal ganz schnell hier öffnet. Dann hier wieder diese wunderschöne GX-Karte, die dann natürlich mit drin ist und auch immer noch sehr, sehr cool aussieht. Das Ganze wird erstmal hier hingestellt. So, einmal die Booster rausgeholt. Alle raus. So, da habe ich hier wieder einmal einen Code für euch. Wenn ihr den haben möchtet, dann bitteschön. Und wir haben wieder diese vier Booster Packs. Wir fangen wieder so an. Nein, wir machen es diesmal andersrum. Diesmal fangen wir mit Nacht in Flammen an, denn da ist ein Ho-Oh drauf. So, das muss doch jetzt Glück bringen. So, einmal geöffnet. Und es fängt wieder mit einem Raupi an, schon zum dritten Mal. Muss wohl häufiger sein hier. Ein Sankabu, ein Toxipet, das ist auch neu, das haben wir noch nicht. Ein Sneebel, auch was Neues. Ein Alola Vulpix und ein Smetbo in Reverse Holo, auch sehr süß. Und jetzt wird spannend, ein Pampros in Rare. Ja, leider wieder keine Holo, aber was soll's. Energiekarte Electek, Moment, jetzt habe ich es richtig, Electek. Eine super Anziehungskraft, Rotom Pokédex, Pokémon Suchermodus und ein Code. So, zweites Pack. Diesmal fängt es nicht mit Raupi an, sondern mit einem Zwirrlicht, ein Iskala, ein Velursi, ein Krabox, Mensch, so viele neue hier, ein Bobungus, ein Grillcheater, diesmal ein Reverse Holo, die hat mir sowieso schon gefallen, gefällt mir auch immer noch, und holy shit, yes, wir sind eine Holo, ein Diancie. Das Ganze in Holo, eine sehr schicke pinke Karte, wie ich finde, mit 90 KP, Diamantsturm und funkelnder Wunsch. Da haben wir doch immerhin eine Holo, das muss ja auch mal sein. Das kommt natürlich dann direkt hoch, direkt hier hinten mit dran, ohne dass das umfällt. Eine Energiekarte, ein Electek, ein Noctu, ein Soda-Cheater, jetzt haben wir glaube ich alle drei, und ein Code. So,
Stunde der Wächter. Jetzt will ich da aber auch noch eine seltene Rare sehen, eine Holo. Schauen wir mal, was das Pack diesmal zu bieten hat. Diesmal fängt das Ganze an mit einem Wuffels. Das ist doch mal süß. Ein Macholo, ein Unratütox, ein Botogel, ein Miniras, Paragoni in Reverse Holo. Und jetzt wird es wieder spannend. Alter, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, ein Capufala GX! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich zittere! Oh mein Gott! Wow! Ein Capufala GX! Ich kann's nicht glauben. Vorhin wurde mir noch gesagt, wenn du die Karte ziehst, hast du den Jackpot. Das ist das Beste, was du haben kannst. Alter! Wow! Das Ganze ist, glaube ich, zwar die normale GX, aber Wahnsinn! Wunderfang, Energieantrieb und Kapu-Heilung GX. Also das ist doch mal... Da hat sich das ja gelohnt, dass das Ganze nicht so gut angefangen hat, aber wow. Gleich mal hier hin. Unfassbar. Puh. Feuerenergie. Ein Costoso. Ein Plätscherhügel. Ein Viscargot. Und ein Code. Oh Gott, Leute, ich kann es nicht glauben. So, letztes Pack. Sonne und Mond, Basis. Wir schauen mal rein. Und hoffen, dass das Glück das letzte Mal für heute auf unserer Seite ist. Da haben wir ein Ganovil, ein Snubbull, ein Ibitak, ein Mabula, ein Habitak, ein Flamiau in Reverse Holo. Sehr nice. Und ein Krawell in Normal Rare. Gut, also nicht nochmal so viel Glück, aber komm, Capufala, ey, das war jetzt Glück ohne Ende, das macht alles wett. Ein Marikek, ein Timer Ball, ein Sedimantur und ein Code. Wow, also nochmal Leute, für euch, dass ihr das nochmal seht, wir haben Necrozma GX, das Ganze als Promokarte zweimal. Dann haben wir ein Dianzi in Holo gezogen und das absolut geile Capufala GX. Alter Schwede. Ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Ben macht Videos. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.